Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren wöchentlichen Update. Bevor wir gleich dazu kommen, uns eine RTX 3090 von einem Zuschauer anzuschauen und zu versuchen, ob wir die irgendwie retten können, ein kurzer Hinweis, und zwar veranstalten wir zusammen mit Lian Lee einen Gehäuse-Design-Contest. Und da findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Da gibt es bis zu $8,500 Preisgeld. Es gab schon mal von Lian Lee so ein Custom O11 XL. Das verkauft wurde, und dann habe ich gesagt, ey, wäre das nicht cool, wenn wir zusammen mit der Community irgendwie ein Gehäuse designen könnten, was dann letztendlich auch den Weg auf den Markt schafft. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Und da habt ihr jetzt Zeit, ab dem 19. war es, glaube ich, bis Anfang Mai, habt ihr da Zeit, euren Designentwurf einzureichen, und mit Glück könnt ihr da ordentlich Cash gewinnen. Alle Regeln und so weiter findet ihr alles über den Link unten in der Beschreibung. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Falls ihr ein talentierter Designer seid, wäre auf jeden Fall cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann gibt es auch hier auf dem Kanal so eine kleine Auswertung, weil ich und noch zwei andere Modding-Kollegen, sage ich mal, werden dann letztendlich die Gewinner aussuchen. Z-Sonic, the heart of your system. Okay, also hier haben wir die 3090 von Johannes. Der hat mich auf Instagram angeschrieben und meinte, ihm ist so ein kleines Missgeschick passiert bei der Wasserkühlermontage bei seiner Grafikkarte, und jetzt startet die nicht mehr. Da liegt anscheinend eine kleine mechanische Beschädigung vor. Ich packe die mal eben aus und wir schauen uns das mal an. Von den Bildern, die er mir geschickt hat, müsste die Beschädigung hier irgendwo unter der Backplate sein, aber da müssen wir die Grafikkarte jetzt erstmal komplett demontieren, dass wir den Kühler abnehmen können und damit auch die Backplate. Das wird man jetzt wahrscheinlich etwas schwer sehen. Könnte eigentlich eine Gelegenheit sein, um mein neues Makroobjektiv mal zu testen. Baue ich gleich mal um und dann schauen wir uns an, ob das da besser sichtbar ist. Aber hier oben ist anscheinend so ein bisschen irgendwie abgerutscht oder sowas. Aber auf jeden Fall, da sieht man, da sind so Mini-Leiterbahnen, die so ein kleines bisschen ja, beschädigt sind, wie auch immer. Ja, ich packe mal kurz das Makroobjektiv drauf. Okay, gar nicht so schlecht. Also das ist schon ziemlich klein, also man sieht, dass hier irgendwelche Beschädigungen auf jeden Fall sind. Die Frage ist, ob die jetzt nur oberflächlich sind oder nicht. Ich werde jetzt einfach mal gleich ein Bild machen mit der Kamera. Ist ein bisschen einfacher, und dann kann ich es auf den PC ziehen und dann mal so ein bisschen ranzoomen. Und dann werde ich mir die Stellen hier mal genauer anschauen, schauen, ob da gegebenenfalls Leiterbahnen durchtrennt sind oder ob da irgendwie ein Kurzschluss vorliegt. Ich bin gespannt. Also auch mit dem Makrobild ist es nicht so einfach zu sehen. Vielleicht muss ich da mein USB-Mikroskop gleich mal rauskramen. Also das hier sehe ich jetzt immer nicht so als problematisch an, bei der großen Leiterbahn, spontan zumindest mal. Aber hier bei den kleinen Leiterbahnen, da könnte das schon eher schwierig sein. Ich glaube, ich muss da auf jeden Fall mal durchmessen, ob es da irgendein Problem gibt. Also selbst im Makroobjektiv war es ein bisschen schwer zu sehen. Die Stelle ist so circa 2 mm mal 2 mm groß, sehr klein. Deswegen habe ich mir natürlich professionelle Unterstützung geholt. Wie ihr seht, Chic bedient das USB-Mikroskop und wird mir jetzt helfen, dass wir das genauer analysieren. Vielen Dank, Chic. Vielen Dank. Okay, also auch auf den ersten Blick, das Ganze ist jetzt 70-fach vergrößert. Das ist schon wirklich gut groß. Man sieht die untere Leiterbahn. Würde ich sagen, ist kein Problem. Da ist zwar Kupfer freigelegt, aber eher unproblematisch. Die zwei Stellen links hier, die sind nicht schön, aber ich würde mal vermuten, dass hier keine Leiterbahn durchtrennt wurde. Ich versuche das Ganze gleich mal mit dem Multimeter nachzumessen, was nicht ganz so einfach sein wird, weil die Leiterbahnen echt winzig, winzig klein sind. Aber hier oben, oh, hier oben dieser Punkt, der sieht aber ein bisschen problematischer aus. Ich versuche mal, ob ich da noch ein bisschen mehr ranzoomen kann und die Reflexion so ein bisschen wegzubekommen, dann kann man das vielleicht noch ein bisschen besser analysieren. Aber hier könnte es echt sein, dass diese Leiterbahn hier ein bisschen Schaden genommen hat oder die drunter. 170-fach vergrößert sieht man zumindest mal, dass hier wirklich sowas durchgeschrammt ist, dass man da auch nicht durchgerattert ist mit irgendwas. Ja, also man sieht hier unten, es ist eingedrückt, die Leiterbahn ist aber gar kein Problem. Hier ist noch genug Material da, um irgendwelche Daten zu übertragen. Hier würde ich auch sagen, dass hier schon noch eine Verbindung da ist. Da ist es sehr schwer zu sehen. Ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, dass ich mal versuche, da irgendwie mit dem Multimeter so ein bisschen das nachzumessen, auch wenn das mit diesen winzigen Leiterbahnen nicht einfach sein wird. Ich versuche da jetzt ganz einfach erstmal die Leiterbahn zurückzuverfolgen, und hier haben wir die zweite von oben und hier die dritte von oben, und da haben wir zumindest mal größere Punkte, wo ich dann mit der Messspitze ansetzen kann. Also das sind die Anfänge der beiden Traces. Das andere Ende von der Leiterbahn habe ich jetzt auch komplett nach rechts zurückverfolgt, und da sieht es noch besser aus. Also da haben wir hier tatsächlich einen Punkt, wo wir ansetzen können, und hier einen anderen Punkt zum Ansetzen. Das macht es deutlich einfacher. Damit man jetzt aber nochmal einen Eindruck bekommt, wie klein das auf der Karte ist, diese Punkte waren diese Mini-Dinger, die hier oben sichtbar sind. Also bei den kleinen Widerständen hier oben waren die zwei Punkte, und die Leiterbahnen gehen dann ganz hier rüber
Und hier oben, da waren die anderen Punkte. Also es ist wirklich, wirklich klein. Ich probiere das jetzt mal aus. Wie man aber sehen kann, ist hier noch dieser Schutzlack drauf. Das heißt, den muss ich jetzt mal so ein bisschen versuchen abzukratzen, dass wir da überhaupt irgendwie Kontakt haben. Das ist schon mal so ein bisschen das erste Hindernis, ohne dann da groß Schaden zu verursachen. Ja, es ist hier ein bisschen was weg und hier ein bisschen was weg, also eher unten gekratzt. Ich will ja nicht hier oben irgendwie die Leiterbahn noch zusätzlich beschädigen. Jetzt versuche ich das mal ein bisschen durchzumessen. Ja, also das eine hat schon mal funktioniert gerade. Das war die untere Leiterbahn. Da hat man Kontakt. Also die untere Leiterbahn ist auf jeden Fall so weit, dass es funktioniert. Und wir sehen auch, ja, 1,7 Ohm. Das passt. Die andere konnte ich aber tatsächlich noch nicht finden. Also das ging noch nicht. Mal weiter probieren. Okay, da hatte ich mich tatsächlich verguckt. Die Leiterbahn, die geht hier oben zu einem anderen Punkt. Die geht hier zu dem Punkt neben U33. Aber wenn ich hier messe, hat die ebenfalls Kontakt. Also daran sollte es nicht liegen. Und weil es jetzt wackelt, schick steht auf der Kamera. Okay, ich habe jetzt alle Leiterbahnen nachgemessen, also alle, die da tendenziell hätten beschädigt sein können und alle sind durchverbunden. Das bedeutet, ich werde mir da jetzt auch nicht den Act machen, irgendwie was versuchen nachzulöten, denn wenn da ein Widerstand da ist von 1, irgendwas Ohm, dann passt es für so eine kleine Leiterbahn, dann ist da auf jeden Fall Kontakt vorhanden. Ja, ich kann jetzt aktuell nicht genau sagen, was bei dieser Grafikkarte kaputt ist. Laut ihm war das die einzige Beschädigung, die ihm aufgefallen ist, oder wo ihm irgendwie was aufgefallen ist, was hätte passiert sein können. Ich werde jetzt mal noch alle Spannungen checken, schauen, ob es daran vielleicht irgendwo liegt, ob man da irgendwas eingrenzen kann, aber sieht schwierig aus. Okay, wir machen jetzt noch einen letzten Rettungsversuch. Ich habe mittlerweile alles durchgemessen, Spannungen und so weiter ist alles da, daran kann es eigentlich nicht liegen. Wir hatten ja die eine Leiterbahn, die da oben so ein bisschen komisch aussah. Das seht ihr jetzt hier. Ich habe das jetzt mit Kapptonband soweit abgeklebt, dass die Leiterbahnen unten drunter ganz knapp eben bedeckt sind, dass es da keinen Kurzschluss geben kann. Hab das Ganze auch hier so ein bisschen angeschliffen. Man sieht es vielleicht ein bisschen, das ist jetzt so freigelegt minimal. Ja, hier links werden wir nicht hinkommen. Hier ist auch die Stelle nur so minimal beschädigt. Und jetzt werde ich da einfach mal so ein bisschen ganz fein drüber löten über die Stelle und versuchen da ein bisschen quasi besseren Kontakt herzustellen, weil Johannes meinte, das ist wirklich die einzig beschädigte Stelle an der Karte. Ansonsten ist ihm eigentlich nichts passiert. Deswegen ist es so die letzte Hoffnung. Vielleicht war das Signal nicht perfekt. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Ich habe eigentlich wenig Hoffnung, dass es das was bringt. Wir probieren das als letztes Mittel und dann schauen wir mal, ob wir damit Erfolg hatten oder ja. Lieber probieren, bevor 2.000 € sowieso in der Tonne landen, ne? Um sowas auch ein bisschen einfacher zu machen, werde ich jetzt die Karte erstmal ein bisschen mit dem Heißluftföhn vorheizen. Also nicht so heiß, vielleicht so geschätzte 80 bis 100 Grad. Das macht aber das Löten, gerade bei so einer Stelle, wo dann die Wärme sehr schnell abfließt, unfassbar viel einfacher. Als erstes natürlich die betroffene Stelle so ein bisschen mit Flussmittel ertränken. Wir sehen schon, wenn das Flussmittel hier schmilzt, wie man sehen kann, dann hat das eine relativ gute Temperatur, sage ich mal eine Vorlöttemperatur, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich benutze diesmal auch tatsächlich eine frische, neue, saubere Spitze, bevor wieder rumgeweint wird. Bei sowas mache ich das tatsächlich. Dann schauen wir mal. Okay, das war's vielleicht schon. Okay, so 200-fach rangezoomt, kann man das jetzt relativ gut sehen, wie wir da so eine Lötzinnbrücke über die Leiterbahn drüber gemacht haben. Also so kann man sowas reparieren, wenn es so ein Minischaden ist. Wenn es jetzt größer wäre, dann müsste man vielleicht eine Brücke drüber setzen. Wie gesagt, bei den anderen Punkten sehe ich nicht, dass es notwendig wäre. Könnte das jetzt vielleicht hier auch noch zusätzlich machen. Ja, ich glaube, die Zeit investiere ich schnell. Mache ich das hier auch nochmal schnell. Vielleicht mache ich es auch an allen Punkten. Alles klar, bis gleich. Bei den oberen zwei Leiterbahnen habe ich jetzt schon alles gemacht. Das war das erste. Das habe ich als zweites gemacht, das als drittes und das ist jetzt auch schon wieder mit Kapptonband abgeklebt. Jetzt mache ich die Stelle und zur Sicherheit auch noch die, auch wenn die Leiterbahn hier so dick ist, dass sie eigentlich nicht sein kann. Aber wir machen es einfach. Okay, das Ganze war zwar jetzt knapp eine Stunde Arbeit, weil man immer alles einzeln abkleben muss, 20 Mal kontrollieren, dass man da keine Kurzschlüsse verursacht, abschleifen und so weiter. Aber sieht sehr gut aus. Also wir haben alle Stellen auf jeden Fall gut überdeckt, die vorher irgendwie problematisch waren. Um nochmal in Erinnerung zu rufen,
wie klein dieser Mist eigentlich ist. Also die Stelle, die wir unter dem Mikroskop gesehen haben, verglichen mit meinem Finger, seht ihr hier oben. Ja, das ist schon sehr, sehr winzig. Okay, ich baue sie zusammen und wir schauen, was passiert. Leider sieht das nicht so gut aus. Bleibt immer bei 97 hängen, also Grafikkartenerkennung. Das Einzige, was jetzt auf jeden Fall noch möglich wäre, ist, dass das BIOS auf der Grafikkarte irgendwie defekt ist. Das heißt, man müsste das irgendwie neu flashen. Ja, muss ich mal überlegen, ob ich das irgendwie hinbekommen könnte. Muss ich sagen, habe ich bei einer 30er-Karte noch nie machen müssen, also im defekten Zustand quasi. Ich weiß auch gar nicht, ob ich einen BIOS-Flasher dafür habe. Schade, schade, schade. Also sollte jemand von euch wissen, wie ich bei einer 3090 im, ich sag mal, defekten Zustand das BIOS flashen kann. Also normalerweise geht es ja mit so einem SPI-BIOS-Flash-Teil, was man dann eben mit so einer Zange an den BIOS-Chip hinhängt. Ich weiß gar nicht, ob das bei einer 3090 so einfach möglich ist oder ob das irgendwie schreibgeschützt ist oder wie auch immer. Falls jemand da Erfahrung hat, lasst mich es sehr, sehr gerne wissen. Ja, ansonsten müssen wir mal schauen, wie wir mit diesem Projekt weitermachen. Ich muss jetzt erstmal kurz zu Audi fahren, denn da geht es auch noch so ein bisschen weiter. Ja, Hintergrund, warum ich schon wieder bei Audi bin, sind Bremsen. Bremsen beim RS5, ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Der RS5 ist ja mittlerweile ein Auto. Ich würde sogar schon so weit gehen, dass ich sage, ich liebe dieses Auto. Also es gefällt mir mittlerweile echt gut, sowohl optisch als auch vom Fahren her. Es ist echt schön geworden. Was mir allerdings auch gefallen ist, wenn ich eine längere Strecke fahre auf der Autobahn und ich bremse öfter runter von hohen Geschwindigkeiten, also von 250, paar Mal runterbremsen, dann fängt das Auto plötzlich an, in eine gewisse Richtung zu ziehen. Immer in die gleiche. Und dann dachte ich mir so, hä, ist das ein Fahrwerksproblem oder sowas? Und dann, ja, habe ich da mal nachgefragt, woran das liegen könnte. So, hier haben wir das Rad vorne links. Ihr seht, es ist eine gelochte Bremsscheibe. Man sieht so ein bisschen irgendwie so ein Drall. Ja, wie soll ich das erklären? Man sieht, dass es nach hinten so ein bisschen gebogen ist hier, ne? Versucht es mal ein bisschen heller zu machen, so, da sieht man das. Diese Bremsscheibe, die ist auch innen belüftet. Und wenn die sich dreht, dann zieht die quasi von innen, also von hier innen drin, Luft an und dann wird es hier so durchgefördert und geht dann nach außen raus, um die Bremsscheibe eben zu belüften. Und die Kühlkanäle da innen drin, die verlaufen in der gleichen Richtung, wie es eben die Löcher sind. Und wenn das Rad sich dreht, also wenn man nach vorne fährt, könnt ihr euch das vorstellen, das ist wie beim Notebooklüfter. Also man sieht ja, dass die Kühlkanäle in diese Richtung so geschwungen sind, also so wie mein Finger jetzt. Das heißt, man fährt nach vorne und die Luft zieht es nach außen. So, und jetzt haben wir das Ganze auf der rechten Seite. Und wenn man jetzt mal einfach nur die Bohrungen von der Bremsscheibe anschaut, dann fällt einem schon auf, die Richtung passt nicht. Also quasi ist die auch so gebogen, aber die müsste in die andere Richtung gebogen sein, weil das Rad dreht sich ja so nach vorne. Und so wie es jetzt gerade ist, schaufelt diese Innenbelüftung also die Luft quasi nicht nach außen, sondern nach innen. Okay, jetzt bin ich alleine hier, das heißt, ich kann auch die Maske abnehmen, dann gefährde ich auch keinen. Jetzt bin ich allein im Raum hier. Okay, Problematik ist, wie ihr gesehen habt, die Kanäle sind auf der rechten Seite in die falsche Richtung. Denn auf dem RS5 und soweit ich auch weiß, auf dem RS4 sind standardmäßig zwei linke Bremsscheiben verbaut. Das ist normalerweise im Normalbetrieb wahrscheinlich gar nicht so kritisch, weil natürlich das Rad sich, wenn ich jetzt 250 km/h fahre, dann dreht sich das relativ schnell. Und durch die, sage ich mal, Fliehkraft, Zentrifugalkraft, wie auch immer, drückt es da ja schon relativ viel Luft nach außen, aber es ist eben kontraproduktiv, wenn die Kühlkanäle in die falsche Richtung gebogen sind. Und ich vermute mal, dass das genau das Problem ist bei mir. Das heißt, wenn ich zu oft oder zu lange schnell fahre und öfter runterbremse, dann wird die rechte Scheibe eben deutlich heißer sein als die linke und dann fängt er eben an, in die eine Richtung zu ziehen. Also es ist reproduzierbar, ich habe das mehrfach probiert. Es ist immer genau dieses Verhalten, auch nur wenn man das wirklich so macht, dass man am Limit ist, man bremst öfter runter und dann hat es eben das Verhalten. Ansonsten im Alltag wird man das normalerweise nicht merken, also es ist jetzt kein hochproblematisches Ding. Andererseits ist es jetzt kein Auto, was 2,50 Mark kostet, ne? Also ja. Bin ich vielleicht technisch gesehen ein bisschen zu perfektionistisch? Ich weiß es nicht, aber ich hätte mir eben gewünscht oder ich hätte erwartet, dass man da nicht an dem essentiellen Teil spart, wie einer Bremse und da irgendwie zwei linke Bremsscheiben verbaut, sondern dass man das eben richtig macht und da richtungsgebunden links und rechts richtig aufsetzt. Keine Ahnung. Und da haben wir jetzt die besagten neuen Scheiben. Sind von Movit. Kann man auch hier sehen. Also, falls es jemand sucht. Anscheinend gute Firma, also machen viel Aftermarket-Parts, Bremsen, Ersatzteile. Und hier sieht man auch nochmal diese Kühlkanäle so ein bisschen besser. Also wie gesagt, hier innen saugt das quasi an und zieht dann die Luft nach außen raus. Hier sieht man das auch eben nochmal, dass es eben so Kanäle sind, die da drin sind.
und die gehen dann so geschwungen in so eine Bremsscheibe innen rein. Also das ist jetzt kein einfach gerade stehender Kanal oder sowas. Deswegen ist bei solchen Teilen eben auch die Laufrichtung wirklich wichtig, damit man die optimale Kühlperformance hat. Und da haben wir jetzt einmal rechts und einmal links und die kommen jetzt neu drauf. Dann ist das Ganze ein bisschen besser hoffentlich. Passend gibt es dann auch neue Sommerreifen. Pirelli P0, also ja, die vorher auch schon mal drauf. Ich liebe einfach die Reifen mit dieser Felgenschutzkante, das sieht einfach mega gut aus. Auch wenn einige Leute denken, dass es dann so ein gestretchter Reifen ist, aber das ist tatsächlich gar nicht so. Und auch ganz interessant hier, irgendwie Schalldämmung oder sowas. Cool, cool, cool. Dann schauen wir mal, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Und dann haben wir hier noch diesen wunderschönen Flügel. Lustigerweise, der ist nicht für mich, sondern der ist für Mary. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, hä? Nee, der wird nicht an den M4 passen, weil den M4 hat sie verkauft. Sie holt sich ein neues Auto und dafür ist der Flügel schon. Sie sieht es jetzt auch das erste Mal, wenn sie das Video schneidet, also schön, oder? Auto habe ich jetzt auch schon wieder abgeholt, 40 auf den ersten Moment, alles ist super. Ich muss die Bremse natürlich erst einfahren und erstmal Erfahrung sammeln, wie das sein wird. Ich bin jetzt auch noch keine Langstrecke gefahren, deswegen kann ich da jetzt noch keine vernünftige Aussage treffen. Damit sind wir aber schon wieder am Ende von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.